Welcome back, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück. Heute mit drei spannenden Dividendenaktien im Gepäck für einen eventuellen Kauf oder eine, sagen wir mal, nähere Betrachtung im Mai jetzt noch. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Drei sehr unterschiedliche Unternehmen. Ich habe versucht jetzt für das Video mich breiter zu streuen, dass für jeden was eventuell auch dabei ist. Wie immer, alles keine Anlageberatung, immer nur so meine Gedanken. Drei sehr unterschiedliche Unternehmen, zyklischer Konsum, Gesundheit und Immobilien sind am Start. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, wer die Unternehmen kennt, wer sie auch schon im Depot hat oder wer vielleicht mal überlegen würde, ja, genauer drauf zu schauen. Könnt ihr mir gerne kommentieren, einen Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr freuen. Das hilft uns noch mehr gesehen zu werden und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich bin der Konsti, der Kanal hier heißt Einfach Aktien. Jetzt geht's los mit diesem Dividendenvideo zum Monat Mai. Freue mich drauf, starten wir. Wir kommen zum ersten Unternehmen und es ist McDonald's. Die größte Fastfood-Kette dieser Welt, die aktuell schon ein bisschen Gegenwind spürt, muss man sagen. Natürlich auch die angehobenen Preise, die hohe Inflation. Nicht jeder möchte sich mehr ein Menü bei McDonald's gönnen oder so, weil ich finde schon, dass McDonald's ziemlich auch an der Preisschraube gedreht hat. Ne? Die erhöhten Kosten, die sie haben, wollen sie weitergeben an die Kunden. Und ich finde, dass es jetzt aktuell scheinbar auch so ein bisschen so ein Limit jetzt ist, wo die Leute irgendwann sagen, ja okay, dann sind sie nicht mehr bereit, jetzt vielleicht einmal die Woche oder zweimal oder so zu McDonald's zu gehen, sondern vielleicht seltener. Und das spürt eben die Firma. Das bedeutet aber, jetzt muss man sich halt fragen, ist das jetzt eine Sache, die auf immer und ewig so ist oder eben auch der aktuellen Zeit geschuldet? Und jeder, der halt sagt, nee, McDonald's wird auch wieder zurückkommen in die Spur, der kann natürlich in so eine Firma investieren und so eine Schwächephase eben auch ausnutzen, so eine kleine Schwächephase, sage ich jetzt mal, weil McDonald's ja eigentlich immer hoch bewertet ist an der Börse und in so einer Phase vielleicht mal günstiger eingesammelt werden kann. Aber wir haben auch gesehen, die Umsatzerwartungen wurden nicht getroffen, die Gewinnerwartungen bei den letzten Quartalszahlen. Also ganz klar, kleine Krise, aber es gibt eben auch Gründe dafür. Und ich weiß eben auch, McDonald's sagt eben, dass sie auch viele, viele neue Filialen auch eröffnen wollen. Also die Wachstumsstory ist immer noch intakt. Sie wollen weiter expandieren. Es ist nicht zu Ende mit dieser Erfolgsgeschichte, wenn eben das eintrifft, was sie sich vornehmen. Jetzt haben sie das Spin-off da mit ihrer Kaffeehauskette, wo sie Starbucks ein bisschen unter Beschuss nehmen wollen. Also dann haben sie diese starke App, die sie auch haben mit Millionen von Kunden, wo mit Sicherheit noch viel, viel Möglichkeiten auch existieren. Sie haben dieses große Immobilienportfolio, 60% aller Filialen gehört ihnen ja auch an sich, diese starken Immobilienwerte. Also ich glaube, McDonald's wird weiterhin auch eine wirklich starke Marke sein. Und wenn man daran eben auch glaubt, wenn ihr daran glaubt, könnte man sich überlegen, McDonald's jetzt mal genau unter die Lupe zu nehmen, weil sie eben in so einer kleinen Korrektur sind. Dividendenrendite ist aktuell bei 2,36%, aber auch das gab es in der Vergangenheit eben schon weniger. Deswegen ist ein wirklich guter Wert für McDonald's, wie ich finde. Seit 48 Jahren, also diese Kombination, schöne Dividendenrendite oder okay, sage ich jetzt mal, mit 48 Jahren, diese enorme Stabilität, das ist schon wirklich ein Qualitätsmerkmal. Fast ein Dividendenkönig. Mit 50 Jahren wären sie das ja und das lassen sie sich sicher nicht mehr nehmen. Wirklich herausragend. Gibt nicht so viele Firmen, die das schaffen. Payout auf den Free Cashflow ist bei 64%, auch das ein schöner Wert, genug Spielraum für die Dividendenerhöhungen auch noch und die Dividendenerhöhungen, das Wachstum ist eben so bei 7% im Schnitt der letzten 5 Jahre, 10 Jahre und auch die Erwartung für die nächsten Ausschüttungen und nächste Ausschüttung. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Kombination, da gefallen mir alle Daten sehr, sehr gut bei McDonald's, ein unglaublich solides Unternehmen. Die letzten 10 Jahre, wir wollen auch die Kursperformance natürlich anschauen, nicht nur die Dividende, sollte immer eine Kombination sein. Die letzten 10 Jahre bei 162%, auch wirklich ein guter Wert für so ein etabliertes und in Anführungszeichen für vieles auch langweiliges, für viele ein langweiliges Unternehmen, eine gute Kursrendite, wie ich finde, 162%, nur die Kursrendite. Dividenden ja da gleich noch on top, schauen wir uns gleich an. Year to date sind sie bei 8,72% im Minus. Wir schauen auf den Qualitätscheck und auch da sieht man, wie schön die Dividende gedeckt ist, vor allem eben vom Cashflow. Da gibt es auch mal so Phasen, wo der Cashflow mal zurückgeht, vor allem auch in Corona hat man es gespürt. Aktuell gibt es eine Seitwärtsphase, auch der aktuellen Zeit geschuldet. Die Prognose schaut aber weiterhin gut aus und das ist erstmal das, worauf es uns ankommt. Nur wenn das nicht eintreffen sollte, dann müsste man nochmal neu justieren, quasi neu überlegen. Beim bereinigten Gewinn eben auch, der bereinigte Gewinn schaut eben weiterhin gut aus. Die Dividende ist eben sauber gedeckt. Beim Umsatz, das schaut lustig aus oder sagen wir mal interessant, weil eigentlich wollen wir ja so ein schönes links unten rechts oben Bild wie aus dem Bilderbuch sehen.
Ist jetzt bei McDonald's nicht so der krasse Ansatz. Es hat aber hier diese Phase, glaube ich, auch mit dieser Umstellung auf das Franchise-Modell zu tun, wo dann ja also die Franchise-Nehmer quasi also die Filialen betreiben für McDonald's und dann der Umsatz quasi erstmal zurückgeht für die Firma, aber der Gewinn in der gleichen Phase eben auch gewachsen ist, ne? Kosten wurden dann dadurch gespart, es fällt ja dann auf die Franchise-Nehmer dann zurück. Also da war es quasi die Umstellung dieses Geschäftsmodells und deswegen darf man das auch nicht so überbewerten. Aber das nochmal zum Verständnis, dass man das eben auch weiß. Was aber auch hier wichtig ist, die Umsatzprognose für die Zukunft schaut auch gut aus. Nur wenn sich das ändert, dann muss man eben neu überlegen, wie wir es jetzt bei Starbucks gesehen haben, wo dann erstmal ja wirklich überraschend auch schlechte Zahlen abgeliefert wurden und deswegen auch die Prognosen dann auch ein bisschen einkassiert wurden. Und dann ändert sich das Bild eben. Aber wir wollen jetzt mal auf die Performance schauen. Die Performance die letzten 10 Jahre und zwar auch mit Dividende, ne? Total Return. Wir haben ja gesagt, Kursperformance nur Kursperformance bei, ja, so ungefähr getroffen, bei 160%. Rendite mit Dividenden war bei 211%, also ungefähr 200%, wenn ich jetzt hier ein bisschen runtergehe. 200% mit Dividenden im Schnitt bei 12% jedes Jahr McDonald's an Total Return Performance, was wirklich ein guter Wert ist für ein so solides Geschäftsmodell und auch stabiles Geschäftsmodell, stabiler Kursverlauf auch. Ein guter Wert, persönliche Dividendenrendite wäre bei 6,2%, aktuell wäre sie ja bei 2,3%. Das heißt, man hätte auch ein schönes Dividendenwachstum mitgenommen. Also wirklich ein guter Wert. Jetzt schauen wir mal drauf, würde man das denn jetzt auch bekommen, wenn wir jetzt auf den fairen Wert schauen, was für eine Renditeerwartung hätte man denn jetzt ungefähr mit McDonald's. Wenn wir jetzt mal auf den Fair Value bereinigt gehen, aktuell sehen wir also, wenn man auf das KGV jetzt schaut, also wir schauen nicht nur auf eine KGV-Kennzahl, auf eine Zahl, sondern wir setzen es natürlich ins Verhältnis der Vergangenheit, ganz wichtig. 22,5 das KGV aktuell und auch im Schnitt der Vergangenheit. Wir sehen also jetzt McDonald's endlich mal fair bewertet. Gut, hatten wir jetzt hier Mitte, Ende 2023 auch. Aber es ist trotzdem eher selten, dass wir McDonald's mal fair bewertet sehen. Normalerweise eigentlich eher tendenziell überbewertet. Und wer sagt, okay, fair bewertet, schaut jetzt mal gut aus, dem kann ich jetzt auch so eine kleine Renditeerwartung mal machen. Wenn wir auf Ende 2026 gehen, da wäre ein simulierter Aktienkauf bei 323 US-Dollar wäre der faire Wert dann, also über dem All-Time-High schon. Dann hätten wir jetzt aufs Jahr einen Schnitt von 9,4% an Rendite. 26% insgesamt. Persönliche Dividendenrendite wäre bei 2,8%, was jetzt bei 2,4 wäre. Wir wären also in der Gesamtperformance ein bisschen unter dem Schnitt der letzten 10 Jahre, haben wir ja vorhin gesehen. Aber es wäre immer noch eine gute Kursperformance, wenn man eben McDonald's auch in so einer schwächeren Phase mal einsammelt. Immer noch 10-mal besser, als wenn man wirklich immer nur hier oben kaufen würde. Ich würde tendenziell versuchen, so Unternehmen auch wirklich mal in den Down-Phasen einzusammeln, weil die kommen eben auch. Die kommen auch. Weil ich weiß auch, dass viele Leute sagen, ich kaufe einfach immer, das sind Dauerläufer, einfach rein und es wird passen. Wahrscheinlich wird es auch einigermaßen gut laufen. Aber in so einer Phase, wenn man so eine Phase erwischt, hat man eben noch eine bessere Chance. Und das ist trotzdem eine okay oder eine gute Renditeerwartung, wie ich finde, aktuell. Wir gehen jetzt mal auf den Chart zum Abschluss und wollen mal schauen, okay, wie ist denn die Chart-Situation? Ich habe jetzt hier mal nochmal so eine Trendlinie aufgezeichnet, habe ich mir so die Tiefpunkte der letzten Jahre so rausgesucht. Hier sind sie aufgekommen, hier, hier. Und da wäre noch so ein bisschen Potenzial, um noch nach unten zu wandern. Oder sie wandern hier auf ihre Unterstützung weiter rüber und treffen es dann hier. Das könnte auch sein. Kann natürlich auch, kann alles passieren, ne? Oder sie fangen sich jetzt hier und wandern sofort nach oben. Alles ist möglich. Grundsätzlich fangen sie sich jetzt hier schon mal gut auf dieser Unterstützung bei 265 US-Dollar. Jetzt müssen sie allerdings diese Widerstände durchbrechen, so sagt man, durchbrechen, um dann den Aufwärtstrend wieder schön zu etablieren, also auch so kurzfristig. Langfristig sind wir hier eh in einem schönen Aufwärtstrend, das kann man wirklich durchaus sagen. Aber sie kommen jetzt wieder auf die untere Range, so in diesem Kursverlauf. Da könnte man McDonald's in dem Bereich hier auf jeden Fall sich sehr, sehr genau anschauen, wenn man die Firma eh mal haben wollte oder mal nachkaufen wollte, weil sie jetzt ja schon auch ganz gut korrigiert haben von ihrem High, von dem All-Time-High. Na, also ich würde an sich auch immer in Tranchen einsteigen, jetzt nicht den Einmalkauf machen, dann ärgert man sich, wenn man zu früh eingestiegen ist. Oder was auch immer natürlich gut funktioniert, ist eben per Sparplan. Ich finde aktuell wirklich eine Phase, wo man
wo man auch charttechnisch mal McDonald's draufschauen könnte. Je nachdem, es kommt natürlich viel darauf an, wie es die nächste Zeit so verläuft, wie sie auch schaffen, in den Quartalszahlen weiterhin zu performen oder ob es weiterhin Gegenwind gibt. Zinssenkungen und so weiter, auch das wird eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich McDonald's wirklich spannend aktuell, finde ich. Fundamental, aber eben auch mal vom Chart her kann man genauer drauf schauen. Jetzt aber genug von McDonald's, gehen wir zum zweiten Unternehmen. Wir gehen drauf auf CVS Health. Und da sieht man ja ganz, ganz viele Videos zuletzt auch, weil sie wirklich nochmal enorm zurückgekommen sind. Eine Firma, die theoretisch sowieso schon relativ günstig bewertet war, aber jetzt nochmal stark zurückgekommen ist, weil sie eben auch diese, die Gewinnprognosen quasi kassiert haben und das hat den Aktienkurs nochmal nach unten befördert. Werden wir auch gleich im Chart nochmal sehen, wie weit die jetzt runtergekommen sind. Krass, also CVS Health, eine Gesundheitsversicherung oder nee, ein Gesundheitsunternehmen aus den USA. Versicherung ist ein Bereich, die machen aber auch den Apothekenbereich zum Beispiel. Die CVS Stores, wie man hier sieht, die größte Apothekenkette in den USA, das ist immer wieder beeindruckend, wie viel es von diesen Läden gibt. Also was ich eigentlich schön finde an der Firma, dass sie breiter aufgestellt ist. Nicht nur die Apothekenketten, sondern eben auch diese unter anderem die Gesundheitsversicherung. Da haben sich ja diese Aetna-Versicherung eingekauft vor ein paar Jahren. Sehr, sehr viel Geld dafür gezahlt, vielleicht ein bisschen zu viel, aber eben in dem Bereich jetzt auch tätig. Was aber auch das Problem aktuell ist. Wir haben gesehen jetzt diese staatlichen Zuschüsse von diesem Medicare-Programm. Da geht es ja um Leute, die über 65 Jahre alt sind in diesem staatlichen Fürsorgeprogramm. Die Zuschüsse sind da einfach geringer, als man gedacht hätte. Und die erhöhten Kosten, die jetzt die Gesundheitsversicherungen haben, durch diese OPs, die aktuell gemacht werden, die während Corona nicht gemacht wurden, aber alle jetzt quasi jetzt, alle wollen sich jetzt operieren lassen, was vorher nicht ging. Das ist einfach eine große Belastung für die Gesundheitsversicherer. Und diese Kombination, dadurch, dass die Prämien nicht so hoch steigen, wie man gedacht hätte, ist halt das Problem und das führt aktuell zu Schwierigkeiten bei vielen Gesundheitsversicherern. Die einen spüren das mehr, die anderen weniger. CVS spürt es einfach deutlicher. Aber wir sehen jetzt mal drauf, schon auf die Bewertung und auch wie stark sie mittlerweile zurückgekommen sind. Wir sehen eben jetzt hier auch eine Dividendenrendite von 4,54% aktuell. Sie steigern seit 2 Jahren die Dividende. Da gab es also mal eine Nichterhöhung sozusagen zwischendurch. Schauen wir uns auch gleich an. Der Payout auf den Free Cashflow ist bei 39%, also sehr gesunde Ausschüttung. Und wir haben auch eine Steigerung der letzten 5 Jahre bei 5%, letzten 10 Jahre bei fast 10% und erwartet ist es bei 3%. Also wir sehen also eine attraktive Dividendenrendite in der Kombination mit einem schönen Payout. Also da ist noch Möglichkeiten zum Steigern da. Und eben auch ein Wachstum, der Dividendenwachstum ist auch vorhanden, aber eben nicht exorbitant. Was ich aber auch sagen muss, ist keine Senkung. Seit 26 Jahren gibt es Dividende. Sie wurde nur nicht immer erhöht. Das ist das Ding, was man dazu sagen kann bei CVS Health. Aber grundsätzlich trotzdem gute Werte, eine attraktive Dividendenrendite, die eben Spielraum zum Erhöhen lässt. Genau, das kann man eben zusammenfassend eben auch sagen. Aber jetzt gehen wir mal auf die Kursperformance, die letzten 10 Jahre. Und das war wirklich, wirklich keine Erfolgsgeschichte. Wir sehen auch ein ziemlich volatiles Bild. Also wenn man jetzt mal das McDonald's-Bild davor nimmt, den Kursverlauf, das ist ja was ganz, ganz anderes. Also wirklich enorm zyklisch der Kurs auch. Wir hatten hier zweimal diese Top sozusagen und eine ziemliche Downphase zwischendurch. Und da sind wir jetzt wieder angekommen. Wir sind quasi jetzt auf den Corona-Tiefs wieder angekommen bei CVS Health. Als hätte die Firma in den letzten 6 Jahren, in den letzten 4 Jahren quasi nicht gearbeitet. Das gleiche Kursniveau, wie zu Corona-Tiefs. Und deswegen, das ist schon krass. Da muss man mal genauer drauf schauen, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Aber Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Die letzten 10 Jahre 26% im Minus, die Kursrendite. Man hätte kurstechnisch keine Rendite mit CVS gemacht. Wirklich Wahnsinn. Year-to-date sind wir bei fast 30% im Minus. Uiuiui. Gehen wir mal auf den Qualitätscheck. Wir sehen also auch hier, mit dem Gewinn raus. Wir sehen hier also diesen Gewinnrückgang, der jetzt schon eingepreist ist, der jetzt schon klar ist. Und vor allem auch Cashflow-Rückgang. Ne? Deswegen hat es auch nochmal zu diesem Einbruch des Kurses geführt. Der ist jetzt eben mit dabei. Wir sehen aber auch, wie schön die Dividende gedeckt ist und eben auch diesen Anstieg. Wir haben jetzt keine Prognose für den Cashflow leider, aber für den bereinigten Gewinn. Da sehen wir eben, dass der Gewinn auch wieder steigen soll. Das ist die Prognose. Wenn es anders kommt, Problem natürlich. Wenn es aber so kommen sollte, gut wiederum, oder wenn sie es sogar übertreffen könnten.
Schauen wir mal, das muss man natürlich ein bisschen mitverfolgen. Keiner weiß es. Das ist immer nur eine Jetzt-Situation, auf die ich schaue. Die Prognosen kann keiner von uns wirklich, kann ja keiner sagen, wie es dann wirklich kommt. Prognosen können wir alle abgeben, so, ne? Schauen wir mal, was aber klar ist, und das ist für die Dividendeninvestoren, glaube ich, spannend, die Dividende ist gedeckt. Ich glaube, hier muss man sich jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass sie gekürzt wird oder ausgesetzt oder so, wenn es so verläuft, wie die Prognosen eben kommen. Das ist halt die Voraussetzung, klar. Umsatzwachstum links unten, rechts oben, das ist ein wunderschönes Bild. Das ist jetzt kein krasses Wachstum bei so einer Firma, ganz klar, mittlerer, unterer, einstelliger Bereich, aber es ist eben da, das Wachstum, das ist wichtig. Klar, Seitwärtsphase mal zwischendurch, aber grundsätzlich, zumindest hier jetzt, aber auch da geht es leicht nach oben, Umsatzwachstum ist schon da bei CVS, das finde ich, kann man schon sagen. Gehen wir jetzt auf die Performance mit Dividenden. Hätte man eine positive Total Return Performance mit Dividenden bekommen? Alter, das wird aber trotzdem auch sehr knapp. Nee, auch mit Dividenden wäre man sogar im Minus gewesen. Das ist schon enttäuschend, muss ich sagen. Ich meine, das ist wirklich so eine Horizontale hier. Das habe ich, glaube ich, auch fast noch nie gehabt, wenn ich hier so eine Aktie vorstelle. Das ist schon wirklich enttäuschend. Aber, liebe Leute, natürlich heißt es jetzt nicht, dass es unbedingt ein schlechtes Unternehmen sein muss, sondern natürlich kommt es immer darauf an, wann man denn dann einsteigt und wie die Zukunft eben auch ausschaut von dem Unternehmen. Rendite quasi bei Null. Ja, aufs Jahr auch bei Null. Persönliche Dividendenrendite bei 3,3%. Ja, Wahnsinn. Wirklich, wirklich Wahnsinn, wie schlecht dieses Investment gelaufen wäre. Aber jetzt schauen wir mal drauf auf den fairen Wert. Was würde denn jetzt, wenn wir jetzt versuchen einzusteigen und einfach auf die Prognosen schauen. Natürlich auf die Prognosen schauen. Keiner weiß, wie es wirklich kommt. Wir haben ein KGV bereinigt von 7,1 aktuell. Im Schnitt war es bei 11,9. Also wir sehen hier schon, wenn man jetzt das KGV der Vergangenheit annimmt, eine Unterbewertung, wenn man von dem Wachstum trotzdem weiterhin ausgeht. Wir sehen jetzt im Jahr 2024, kommt natürlich auch immer auf das Wachstum der Vergangenheit und auf das Wachstum dann in der Zukunft an. 2024, typisches Übergangsjahr, ne? Umsatz soll weiter steigen, so 5%, ne? So mittlerer einstelliger Bereich. Gewinn geht zurück, Cashflow geht zurück, Cashflow, ja, das ist schon krass. Aber dafür 2025 soll laut den Prognosen eigentlich, soll es wieder gut ausschauen. Ne? Deswegen würde ich sagen, die Bewertung ist trotzdem auch, kann man schon im Schnitt der Vergangenheit so lassen. Wüsste ich jetzt nicht, warum wir die anpassen sollten, weil das Wachstum ja wieder zurückkommt, zumindest in den Prognosen. Das ist halt das Ding. Ne? Deswegen gehen wir jetzt mal auf die Berechnung. 14.05. aktueller Tag. Da sind noch genug Leute, machen wir wieder Ende 2026. Genug Analysten, natürlich nicht genug Leute, genug Analysten, die eine Prognose abgeben und haben hier aufs Jahr, das ist schon krass, jetzt 30%iges Kurspotenzial aufs Jahr gerechnet, Rendite 100%. Persönliche Dividendenrendite wäre bei 5,2, aktuell bei 4,5. Wenn man nur diese Daten anschaut, ist es natürlich überragend, ne? Da müsste man sagen, ja klar, einsteigen, aber man weiß es halt einfach nicht. Keiner weiß es, man hat damals schon gedacht, ich auch, ja, die sind schon so runtergekommen jetzt, die fallen doch nicht noch weiter. Aber auch da wieder, jede Aktie kann noch weiter fallen. Wenn diese Prognosen kassiert werden, wenn das nicht eintrifft, dann wird auch der Aktienkurs wieder korrigieren oder sich anpassen müssen. Wenn man aber daran glaubt, dass es eben so eintreffen könnte, dann finde ich, kann man mal einen Fuß in die Tür setzen oder nachkaufen oder Tranchen einsteigen oder einen Sparplan starten. Das könnte man, wie ich finde, schon, weil es jetzt nur auf dem Papier schon natürlich günstig ausschaut. Das ist auch klar. Aber auch das ist immer nur ein Prognosetool. Man kann es nicht für voll nehmen oder für selbstverständlich, dass es genau so eintrifft. Das ist natürlich Quatsch. Keiner weiß es. Ist nur das, was die Prognosen eben so vermitteln. Wir gehen auf den Chartverlauf bei CVS. Wir sehen eben fast dieses Tief im Jahr 2022 angesteuert bei Corona, also wirklich enorm nach unten geschossen. Und ja, da würde ich jetzt mal so ein bisschen warten, wie sich CVS eben weiter verhält, ob sie sich jetzt hier fangen können, ob sie dann auch langfristig hier wieder nach oben oder sagen wir mittelfristig wieder nach oben wandern können. Aber das ist schon krass, ne, dass wir so weit runtergekommen sind. Wie gesagt, als hätte die Firma in den letzten Jahren kein Geld verdient, hätte nicht gearbeitet, wäre der gleiche Aktienkurs wie damals. Das wirkt schon alles sehr, sehr krass. Abverkauf, ne? Oder ist es natürlich auch. Und wenn man eben daran glaubt, dass CVS zurück in die Spur kommt, wenn man das jetzt als vorübergehendes Problem auch mit diesen Prämien der Krankenversicherer ansieht, dann wäre das natürlich an sich gar nicht so eine schlechte Einstiegsmöglichkeit, wie wenn man jetzt hier oben eingestiegen wäre. Klar, im Nachhinein ist es leicht zu sagen, aber für jeden, der da immer mal reingehen wollte oder sich überlegt hat, wann könnte ich mal nachkaufen, man kann zumindest mal genauer drauf schauen, wie ich finde, natürlich alles keine Anlageberatung, immer nur meine Meinung. Und jetzt kommen wir zum Abschluss dieses Videos, jetzt kommen wir zum Immobilienkonzern, zum dritten Unternehmen, starten wir.
Kommen wir zu Agree Realty. Ich habe mir schon überlegt, sollte ich Realty Income heute ins Video nehmen, aber die hatte ich schon mal dabei. Die wären auch interessant, auch spannend. Heute nehme ich mal so ein bisschen den kleinen Bruder, die kleine Schwester, die immer so ein bisschen im Schatten vom großen Realty Income irgendwie so ist. Und zwar Agree Realty. Es geht auch um Immobilien, es geht auch um den Einzelhandel. Sie vermieten ihre Immobilien an große, etablierte und finanziell gut aufgestellte Unternehmen wie eine Home Depot zum Beispiel oder eine Walmart. Also ein Immobilienkonzern. Wir profitieren von den Mieteinnahmen, die sie generieren und kriegen einen großen Teil davon eben ausgeschüttet. Ein Monatszahler auch, sehr, sehr spannend. Aber nur auf die USA konzentriert. Bei Realty Income wäre das ja auch Europa mittlerweile. Hier haben wir den Pure Play USA, aber eben auch sehr, sehr spannend. Was das Problem natürlich ist, wie bei allen Immobilienkonzernen aktuell, die hohe Zinsthematik. Die hat dazu geführt, dass die Anleger eben sehr, sehr skeptisch waren und die Aktien verkauft haben. Wir haben also jetzt aktuell einen ziemlichen Kursrückgang auch die letzten Monate und Jahre eigentlich schon gesehen. Aber auch wiederum bietet das halt die Möglichkeit, wenn man an die Zinsfantasie dann denkt, dass die Zinsen dann irgendwann gesenkt werden, dann könnten solche Konzerne auch wieder anziehen. Oder werden sie, höchstwahrscheinlich, ne? Deswegen ist es jetzt eben spannend drauf zu schauen und nicht erst in 2 Jahren vielleicht, ne? Wir gehen mal drauf und schauen mal auf die Dividendenkennzahlen. Dividendenrendite bei 4,88%, quasi heute der Gewinner, wenn es um die Höhe der Dividendenrendite geht bei unseren drei Unternehmen. 4,88, sehr, sehr attraktiv. 12 Dividenden im Jahr, ein Monatszahler. Steigert seit 12 Jahren, keine Senkung seit 11 Jahren. Auch eine kleine Dividendenhistorie haben wir jetzt hier schon. Ein Gewinn auf den Free Cashflow oder Payout auf den Gewinn und Free Cashflow so im 70er-Bereich, Mitte der 70er-Bereich, wirklich auch sehr gesund. Und die Steigerung der letzten 5 Jahre im mittleren einstelligen Bereich und auch die Erwartung bei 3,42%. Zusammenfassend finde ich sehr, sehr schöne Dividendenkennzahlen, eine attraktive Ausschüttung, Historie ist okay, nicht zu hohe Ausschüttungsquote und ein leichtes Dividendenwachstum. Eine schöne Kombination, wie ich finde. Wir gehen auf die Kursperformance die letzten 10 Jahre und wenn man denkt, so ja, mit dem REIT kann man gar nicht so viel Kursperformance machen, gibt auch REITs, da kann man das schon. Ein Verdoppler war hier schon drin die letzten 10 Jahre, obwohl es die letzten Jahre eigentlich nur seitwärts ging eigentlich. Ne? Natürlich auch getrieben durch die hohe Zinsproblematik. Year to date, immer noch im Minus, aber wir sehen die letzten Monate eine Stabilisierung und jetzt einen leichten Aufwärtstrend. Vielleicht erholen sie sich ja aktuell ganz gut. Wäre also nochmal die Chance, jetzt ein bisschen genauer drauf zu schauen, bevor es dann zu sehr so nach oben geht. Ne? Wir gehen auf den Qualitätscheck und da blenden wir mal den freien Cashflow aus. Wir brauchen den AFFO, Adjusted Funds from Operations, bei den Immobilienkonzernen. Das sind ja quasi die Mieteinnahmen, die sie generieren. Und die setzen wir ins Verhältnis zur Dividende. Schaut alles sauber aus. Auch die Prognose schaut sauber aus. Gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen, wie ich finde, so, wenn man das so sieht. Umsatzwachstum. Wunderschön, links unten, rechts oben. Richtig schön, muss ich sagen. Ne? Gehen wir auf die Performance inklusive Dividenden. Wir haben ja gesagt, ein Verdoppler die letzten 10 Jahre. Und jetzt gehen wir mal ganz genau drauf und schauen, was es mit Dividende gewesen wäre. Und da hätten wir 179%, also fast nochmal so viel drauf, nur an Dividendenperformance. Richtig schön aufs Jahr, 10,8% im Schnitt. Das ist für einen REIT, wie ich finde, richtig stark. Also hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir sehen also, das meiste ist der Kursgewinn, aber die Dividende macht schon auch ganz ordentlich was aus. Persönliche Dividendenrendite fast bei 10%. Also Dividendenwachstum hätte man auch Schönes mitgenommen. Ne? Aktuell war sie ja bei 5,88. Fast verdoppelt dann. Interessant, jetzt schauen wir mal drauf, was ist denn der faire Wert? Können wir denn damit wieder rechnen? Ungefähr, wenn man jetzt laut dem Fair Value Tool mal so eine Renditeerwartung berechnet. 14.05. Wir gehen wieder aufs Jahr Ende 2026, haben aktuell die Bewertung 15,5, das ist das KGV bereinigt, beziehungsweise AFFO bereinigt, glaube ich. 17,6 in der Vergangenheit, 15,1 aktuell. Wenn man jetzt die historische Bewertung anschaut, leicht unterbewertet. Sehen aber auch, schauen auch, sieht man auch an den anderen Kennzahlen, Dividendenrendite ist höher und die anderen Kennzahlen sind auch unter dem Schnitt der Vergangenheit. Wir hätten also eine Rendite aufs Jahr 14,2%, 41% insgesamt bis Ende 26, Ende 2026. Sorry, es sind immer recht viele Zahlen dabei. Ne? Persönliche Dividendenrendite bei 5,4%, die wäre auch ein bisschen höher also als aktuell.
Also wir sehen, wir hätten jetzt die Renditeerwartung, die noch stärker wäre als in der Vergangenheit der letzten 10 Jahre, wenn man jetzt den Prognosen quasi Glauben schenkt und davon ausgeht. Natürlich ist es nur eine Prognose, ist es nur ein Tool, das es für uns erleichtern soll, eine Einschätzung zu geben. Das wird nie und nimmer genau so kommen, aber es ist schon mal so ein Anhaltspunkt, ein Hinweis, den wir eben haben können, dass die Bewertung aktuell attraktiv erscheint, wenn man eben den Schnitt der Vergangenheit annimmt und wenn man davon ausgeht, dass Agree eben auch weiterhin wieder zurück in die Erfolgsspur kommt, obwohl jetzt natürlich durch die erhöhten Zinsen es schwieriger war für diese Immobilienkonzerne. Aber das finde ich schon wirklich eine schöne, schöne Erwartung, die man haben könnte. Wir gehen auf den Aktienkurs. Wir sehen hier also langfristig auch einen Aufwärtstrend. Das ist jetzt zwar nicht extrem hoch, aber es ist und bleibt halt ein REIT, ein Immobilienkonzern. Wir gehen auf die aktuelle Situation vom Chart. Sie fangen sich hier so bei $4.55 ganz gut. Jetzt schon dreimal aufgetroffen. Sind jetzt über diesen Abwärtstrend knapp drüber gekommen. Mal schauen, ob sie das nachhaltig schaffen, auch über diesen Widerstand. Das wäre ganz wichtig, dass sie hier auch in einem kurzfristigen oder mittelfristigen Aufwärtstrend wieder sein können. Aktuell sind wir eigentlich noch in so einem Abwärtstrend gefangen. Wenn sie sich jetzt hier rausarbeiten können, wäre das richtig, richtig gut, weil dann können wir auch wieder zurück in die Spur kommen und nach oben wandern. Aber es ist schon ziemlich tief auch gefallen, wie sie da zurückgekommen sind. Schon wirklich, wirklich stark auch zurückgekommen. Aber jetzt ist so die Frage, ne? Zinsfantasie sind jetzt wieder im Spiel. Wenn aber die Zinsen später erst gesenkt werden, also wenn jetzt in dem Jahr keine Zinssenkung mehr kommt, dann kann das natürlich Immobilienkonzerne nochmal unter Druck setzen. Das darf man nicht vergessen. Auch hier würde ich sagen, Einmalkauf ist immer so die Frage, lieber in Tranchen arbeiten, damit man nicht zu sehr enttäuscht ist, wenn es dann doch mal ein gutes Stück runterkommt. Aber grundsätzlich finde ich die Situation nicht so schlecht. Sie sind schon stark zurückgekommen, egal ob jetzt eine Realty Income oder eine Agree Realty. Und wenn sie sich jetzt hier gut etablieren können, dann schaut das, finde ich, mittelfristig wieder sehr, sehr gut aus. Natürlich hängt immer alles jetzt an den Zinserwartungen. Da müssen wir ein bisschen abwarten. Sparplan, wie ich finde, absolut möglich für sowas. Nur meine Meinung, keine Anlageberatung. Aber mehrere Tranchen wäre jetzt so mein Einstieg auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Also wir hatten drei sehr interessante Unternehmen dabei. Erstmal McDonald's, dann hatten wir CVS und Agree Realty, völlig unterschiedliche Unternehmen, die, wie ich finde, aktuell alle fundamental spannend zum Anschauen sind, aber auch vom Chart könnte man mal genauer drauf schauen. Heißt nicht, dass man hier kaufen soll, ist alles eh keine Kaufempfehlung und so weiter, sondern einfach ein Gedankenanstoß, dass man sich die Unternehmen mal anschauen kann, jeder, der sie eh mal im Depot haben wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, kommentiert mal, wer kennt die Unternehmen oder wer hat sie eh schon oder wer würde da mal auch überlegen, sich die mal ins Depot zu kaufen, könnt ihr mir alles gerne kommentieren und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich bin der Konsti, der Kanal heißt einfach Aktien. Ich gehe jetzt mal raus. Ich habe das Video ein paar Mal aufgenommen, weil es ein paar Fehler hier in der Software gab. Mega nervig. Aber deswegen muss ich jetzt ein bisschen mich sputen, sozusagen Kinder abholen und so weiter. Macht's gut, wir hören uns im nächsten Video und ciao, ciao.